Bobby! Oh oh. Schau, ich kann's erklären. Fernsehen. Fernsehen. Klingt nach einer fiesen Erkältung. Macht nix. Hör mal zu. Die übersinnliche Störung kommt von Coach Oleanders Funkgerät. Er sendet seinen verrückten Plan im Schlaf überall hier im Camp rum. Also entführt er wirklich Kinder und stiehlt ihre Gehirne, um Waffen zu produzieren. Ja, ist das nicht großartig? Was? Was ist daran großartig? Weil das eine hundertprozentige übersinnliche Notlage ist. Und Sascha ist nicht hier, unterwegs in offiziellen Psychonautengeschäften. Und Millers letzte Nachricht besagt dasselbe. Lilly, ein völlig durchgeknallter baut eine Armee übersinnlicher Todespanzer auf, um die Welt zu beherrschen. Und niemand kann ihn aufhalten, außer dir und mir. Oh, meine Güte, lass uns knutschen. Was? Sorry, das ist die Aufregung. Seit du da bist, Raz, ist hier einfach so viel mehr los. Finstere Todespläne, verrückte Wissenschaftler, hässliche Monster. Knutschen? Wie konnte ich nur nicht merken, was dieses Lager alles bietet? Wegen dir erscheint mir alles wie neu. Schau mal da, diese Blume. Du meinst wie küssen? Ich meine, jedes Jahr bin ich im Sommer hier und habe noch nie eine so coole Blume gesehen wie die hier. Oh, du Mistvieh. Hey, nimm die Pfoten weg von meinem Freund. Lilly. Schnappen wir sie! Ich kann nicht. Ich kann nicht schwimmen. Dann schnapp dir die Tauchkugel unten am Dock. Schnell! Die Flossenspuren sind noch frisch. Kommen Sie mit? Ich weiß nicht, wie man sowas lenkt. Geht nicht. Ich muss auf die anderen Kinder aufpassen. Genau. Wenn sie kein Hirn haben, brauchen sie Aufsicht. Und vielleicht Kühlung. Und wieso weißt du nicht, wie die Tauchkugel funktioniert? Warst du noch nie im Sommerlager? Und jetzt mach hin, bevor das arme Mädchen verdaut wird. Hallo und willkommen zurück bei Psychonauts. Na, wie gefällt euch der Einstieg? Ja, ich habe in der letzten Folge gesprochen, dass wir uns okay, hier mit das hier hattest du verdient. Lilly am Strand treffen. Und das haben wir getan. Und ja, ich schätze mal, hier folgt eine Katastrophe der anderen. Cool. So, ich könnte jetzt direkt hinterherlaufen. Ich könnte aber auch Coach Oleanders Gerät versuchen auszuschalten. Und diese Karte einzusammeln. 8. Ich möchte noch eine Stufe haben. Warum? Dann haben wir nächste Fähigkeit. Vielleicht kann ich die gebrauchen. Ist nicht für, aber ich will sie. Und ihr auch, habe ich entschieden. Also holen wir uns kurz noch diese Dinge, die ich da sehe. Zum Beispiel die kompletten Kerne da oben. So geht das doch schon besser. Wupp. So, da hatte ich also auch bei meiner Theorie recht, dass das ganze Störungsdingen da von Coach Oleander ausgeht. Und seinen lustigen kleinen... Ja, ein Upgrade erhalten. Der Kantenschlag. Ein Psychschlag springt von deinem Gegner auf den nächsten über. Kettenblitz sozusagen. Okay, ein Pyrokinese-Upgrade beim nächsten Dings. Scheinen keine neuen Fähigkeiten zu bekommen. Nur Upgrades für unsere alten Fähigkeiten. Ah, das ist erstmal okay. Da kann ich mir auch nochmal einen Kern besorgen. Komm, wir kehren direkt nochmal zurück. Und kümmern uns darum. Dass wir die nächste Stufe bekommen. Halt, wir haben schon... Ich rede zu viel, ne? Ich dränge nämlich jede Sache, die ich machen sollte, aus dem Weg. Das Radio ist, glaube ich, erstmal wurscht. Wir gehen einfach zurück. Und das hat seinen Grund, warum er zwar da ist, aber nicht mit uns sprechen kann. Das verrät uns später. Das wird sehr spannend und aufregend und worldbuilding-mäßig sein. Und guck mal, wir können da oben rumspringen. Das ist auch cool. Noch gar nicht gemacht, weil da Bobby Zählchen im Weg war.
Ey, cool, wir sammeln gerade richtig viel ein. Will ich gar nicht. Machen wir aber halt. Irgendwie. Weil ich bin Nussknacker, der Mann des Displays in Länge Streckens. Jetzt komm da runter. Lass mal los, Rest. Okay. Aber den nehmen wir noch mit. Mysteriöse Dinge werden uns da unten erwarten, schätze ich mal. Deswegen speichere ich kurz. Ja. Ich habe übrigens nochmal kurz aus Versehen zwei Gehirne gesäubert, ne? Also Raz und Coach Orion, das habe ich komplett abgeschlossen. Um Stufen zu sammeln. So, okay. Na toll. Okay, was ist denn bitte hier los? Kann ich die Dinge zerschlagen? Das ist wichtig. Ich bekomme Munition auf die Weise, okay. Immer auf alles einschlagen, Menschen. Das ist wichtig. Wenn ihr was seht, dann haut drauf. Was ist hier unten passiert? Da hast ein Jack-in-the-Box-Ding. Das gucke ich mir noch nicht an. Ich möchte erst gucken, was hier noch so ist. Weil das Fall ist, dass wir Dinge finden, die wir wollen. Diese Süßwasserkoralle ist so schön, dass ich sie zertrümmern möchte. Und tu es auch sofort. Scheiß Süßwasserkorallen. Diese Süßwasserkoralle ist so schön, dass ich sie zertrümmern möchte. Leider, ich muss alles erkunden. Das ist neu für mich. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich weiß nicht, ob ich hier falsch bin. Ich möchte einfach nur hier lang laufen. Hier Fenster einschlagen. Könnte noch höher gehen, offensichtlich. Süßwasserkoralle! Okay, wir gehen die Treppe mal weiter rauf. It's a trap. Kann ich ja bümmeln. Oh Gott, ich habe irgendwas richtig gemacht, ne? Das wollte ich doch nicht. Oh je. Bossfight? Das Mädchen aus, dann passiert dir nichts, Fisch. Mann, wo finde ich da noch freie Stellen, um neue Beulen zu hauen? Ein Bosskampf. Hey. Stehe. Hau ihm große Sachen an den Kopf. Diese da. Na, Nagelkiste. Wow. Eine weitere Nagelkiste. Ah. Brauche ich Telekinese? Ich brauche eventuell Telekinese. Oder eine Nagelkiste. Was schon? Mach das doch nicht kleiner. Ich brauche vielleicht doch Telekinese. Das ist hier.
Ich habe natürlich nicht geübt damit. Das bringt ihm rein gar nichts. Er weiß natürlich, wo ich bin. Das ist so kryptisch. Ich kann mich nicht gut festhalten. Stimmt, hier ist nichts dafür da. Muss ich bloß überleben, eventuell. Ah, hier wird's aber ganz schön tief. Okay, ich muss also nur durchhalten. Ich verstehe teilweise. Weiß es gerade nicht. Auf Lauf, kleiner Mann. Nein, Telekinese funktioniert hier gar nicht. Nägeln. Da kann mich nicht gut festhalten. Das geht also nicht. Mann, das ist ja voll mit spitzen Nägeln. Das würde ich nicht schlucken wollen. Na? Ach. Ach, Raz. So wie ich wollte. Ich kann mich nicht gut festhalten. Wir bleiben also bei den Nägeln, ich verstehe. Da ist eine auffällige Hand. Mal kommen. Macht er. Oh, Geld. Das bringt mal gar nichts. Wo ist ein Fisch? Definitiv untergangenes Westerndorf. Ein Muschelchen. Geld. Ich hing gerade fest. Ich weiß nicht, ob ich mit der Kiste irgendwas hätte machen können. Oh, das Laufen, ne? Es wird hier eng. Kamera? 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 Kamera ist nicht auf meiner Seite. Ich fahre besser so ein bisschen rum.
Okay, was ist das Problem? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ungünstig. Da ist irgendwo, wenn mich die Kamera hinlassen würde, was zum Klettern. Danke, Kamera. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Hand vom Zahnarzt genau die gleiche war, die hier rumfliegt? Ja, ne? Ist euch aufgefallen, schätze ich mal. Ich muss hier rüberspringen. Ist dieser Bosskampf eigentlich irgendwann vorbei? Kann ich den kämpfen, ohne dass er weiter laufen wird? Eine große Rutsche. Stell dich. Oh, machte. Kann mich nicht gut festhalten. Ich verstehe schon. Ach. So, jetzt gibt's einen auf. Reitsch ein bisschen weiter. Ich muss ihn in exakte Peitschreichweite bringen. Auch getraumt hier überhaupt irgendwas? Komm, ich muss weiter von ihm weg. Kann mich nicht gut festhalten. Sollst du nicht festhalten, sollst dich auf deine Kugel schwingen. Stirb, 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 stirb. Kraft, Kraft, Kraft. Ach, tot. Ach, nochmal? Na gut. Hätte ich jetzt noch weiter Stufen gesammelt, wäre mein Schlag stärker gewesen. Ah. Hilfe, ich bin ja ausgeliefert. Ah, bin ich wirklich. Das ist doof, dass die Kamera im Wasser hängt. Kann mich nicht gut festhalten. Ihr vielleicht? Kein Traumhütter mehr oder sowas, ne? Aber ich glaube, die bringt hier sowieso nichts. Mist. Lauf weiter, Wes. Ach, seufz. Hey, es zählt nicht, ich habe es eingesammelt. Hey, du hast ja schnell, wenn er ausweicht.
Geh weg. Na komm. Muss ich vielleicht davor stehen? Muss davor stehen. Hab ich dich, eventuell. Ich habe besiegt. Denn du bist böse. Ah, armes kleines Ding. Das arme kleine Ding hat gerade auf 8 verschiedene Arten versucht, mich umzubringen. Nun, das ist nicht seine Schuld. Das war mal ein ganz normaler, friedlicher Lungenfisch. In einer schleimigen Luftblase, unter einem halb ausgetrockneten See. Aber allem Anschein nach hat ihn Mori zu bösartigen Zwecken mutiert, sein Wachstum beschleunigt und ihm ein Gehirnimplantat eingesetzt. Puh. Armes kleines Ding. Ja, geh da rein und zerstöre das Implantat. Benutze das Psychoportal, das du aus Saschas Labor geklaut hast. Oh, ja. Funktioniert das auch bei großen, schrecklichen Monstern? Von wegen Monster. Das Ding hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und jetzt rein da! Mehr Angst? Ich glaub nicht. Kann ich noch irgendwo geistige Gesundheit bekommen? So, Leute, wir haben einen Lungenfisch besiegt. Ich gratuliere euch mit zu dieser Tat. Kann das Volk wieder auffüllen. Gib mir jetzt bitte mal. Danke. Noch 1-2 Fische und Krebse. Ey. Es ging darum, das genau andersrum zu machen, mein Freund. Okay, das reicht erstmal. Oh, cool. Ich wollte gerade sagen, es reicht. Nein, es reicht natürlich nicht. Jetzt reicht's mir. Speichern. Na denn. Wirkliche Lungenfischbürger. Guten Morgen, werte Dame. Gleichfalls, Wachtmeister Lingli. Wie geht es denn so? Oh, feucht und fröhlich, keine Klagen. Und was machen Sie und der Kleine an diesem wunderschönen Tag? Oh, wir folgen dem Gesetz, wie immer. Jedem Paragraphen, buchstabengetreu. Oh, gut zu hören. Von uns ist schließlich keiner Ärger. Mehr Angst vor uns als wir vor ihm. zum Koramara-Turm gelangen und ihn zerstören. Leute, in der nächsten Folge werden wir zu Restzilla. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Nussknacker.